In Zürich ist es gerade wie überall in Europa grau und nass. Im Winter wird der Bewegungsmangel hier noch stärker. Und mit gesunder Ernährung haben die Schweizer natürlich auch so ihre Probleme. Aber hier gibt es Menschen, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Jugendlichen einzubimsen, wie wichtig gutes Essen ist und wie wichtig Sport ist. Das Projekt Gorilla. Gründer und Geschäftsführer ist Roger Grolimund. Die Gorilla Crew kurft ständig durch die ganze Schweiz, besucht jährlich über 50 Schulen. Grundsätzlich kann man sagen, dass das große Problem bei dieser Zielgruppe ist, dass sie einfach keine Ahnung haben, was sie sich da antun, in dem Sinne, dass sie jeden Morgen anstatt zu frühstücken zum Teil Energy Drinks trinken und einfach sich wirklich nicht ausgewogen ernähren. Und auch, dass ganz vielfach die Bewegung fehlt. Jede Woche besuchen sie eine andere Schule. Ihre Mission ist dringend nötig, denn auch der Schweizer Nachwuchs mag es fettig. Am liebsten esse ich Chips, Pizza, Lasagne und Spaghetti mit Pesto. Für Roger ist die Initiative eine echte Herzensangelegenheit. Er gründete dafür eine Stiftung mit dem Geld aus der Erbschaft, die er durch den Tod seiner Mutter bekommen hat. Das berührt mich immer noch. Das berührt mich immer noch. Das ist krass. Das berührt mich vor allem, wenn ich jetzt da bin mit euch. Mit der Stiftung, die wir gegründet haben, um euch einen Tag zu bescheren. Einen einfach einmaligen im Laufe eures Lebens. Das ist auch bitter nötig, denn jedes fünfte Schweizer Kind leidet unter Übergewicht. Roger hat das Projekt vor 9 Jahren nicht alleine gegründet. Von Anfang an dabei Ernesto Silvani, heute Präsident der Stiftung. Auch er steckte eine Erbschaft in die Initiative. Zusammen investierten die Freestyle-Sportler 40.000 Schweizer Franken in ihr Projekt. Wir hatten beide ein wenig Geld geerbt von seiner Mutter und meiner Großmutter und war naheliegend, denke ich, dass wir uns beide gesagt haben, wir machen etwas Gescheites, weil das ist nicht unsere Kohle, die wir bekommen haben, sondern das war ihr Geld. Und sie hätten sicher beide Freude, wenn sie sehen, da wird etwas weitergegeben und nicht einfach den Ego rausgelassen. Aus einer Zwei-Mann-Bewegung ist ein ganzes Unternehmen geworden. 8 Mann organisieren vom Büro aus, 35 aktive Sportler arbeiten draußen für Gorilla. Den Lehrern an den Schulen sind sie willkommen, doch ein Rest Skepsis bleibt. Man kann sie vielleicht begeistern oder irgendwo abholen oder ihnen eine neue Idee geben, aber ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist, aber ich hoffe, dass sie mal irgendwo Feuer fangen, mal schauen. Dafür sollen moderne Freestyle- und Ethno-Sportarten sorgen. Das ist die Grundidee des Gorilla-Konzepts. Ich denke, die meisten Menschen heutzutage spüren sich einfach nicht mehr. Und das ist ein Hauptproblem. Der zweite Baustein des Gorilla-Workshops, Kochen. Die Schüler sollen lernen, dass man sich selber etwas zum Essen zubereiten kann. Dann darf es auch mal Pizza sein. Wir zeigen jetzt nicht auf die Dicken, überhaupt nicht. Die sind gar nicht im Mittelpunkt bei unseren Projekten, sondern es geht darum, alle, nicht nur die Dicken, zu informieren, wie sie, was sie dagegen machen können, um nicht so zu werden. Oder wenn sie so sind, da rauszukommen. In diesem Jahr wurde das Gorilla-Projekt mit dem World Didact Award belohnt, die bekannteste internationale Auszeichnung im Bildungsbereich. Die Macher sind immer wieder erstaunt, wie wenig die Schüler heute noch über Essen wissen. Sie haben das Gefühl, Eistee sei gesund, weil es sei eigentlich Tee, also Tee. Und ich denke, das sind so das Wissen fehlt. Und das wird nicht nur in der Schule vermittelt. Gorilla hat eine eigene App, Online-Angebote, ein eigenes Kochbuch geschaffen. Alles für ein Ziel. Die Kids sollen eines Tages am eigenen Herd stehen, weil nicht nur die Jugendlichen, sondern auch ihre Eltern weniger selber kochen und sich halt den bequemen Weg geben, also raus aus dem Gefrier, rein in die Mikrowelle oder in den Ofen und dann stopfen. Und das ist ein Riesenproblem, nicht nur in der Schweiz. Es war sehr gut, dass wir motiviert und animiert wurden, etwas zu machen. Es war spannend und auch recht interessant und ja, unterhaltsam. Der Tag war sehr gut und mir hat gefallen, dass wir alle zusammen waren. Sehr gut, weil er war vielfältig und man hat viel gelernt.
Generell haben wir viel erreicht, dass wir selber daran gewachsen sind, in diesem Projekt, an unserer Arbeit, und dass so viele Kinder von unserer Arbeit profitieren können und konnten. Die Frage ist also nicht, ob man dem Übergewicht begegnen kann, sondern wie. Die Schweizer Gorillas zeigen, dass man Schüler bewegen kann, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet.